Hallöchen. Ja, dieses Mal ist die Qualität nicht so blendend, aber im Moment, geht's halt jetzt gerade nicht anders. Ja, ich möchte euch heute verschiedene Frisuren vorstellen, die ich mit. Also nein, doch. Verschiedene Frisuren vorstellen, die ich mit meinen Haaren machen kann, also mit meinem Sidecut. Erst einmal, ja, ich habe ihn gefärbt. Warte mal. So, und er wächst auch schon wieder. Also ihr seht, wenn ich die Haare so nach vorne hole, liegen die schon auf meinen Ohren auf. Und ich bin mit mir am Ringen. Also entweder schneide ich die wieder kurz oder ich lasse die so und stutz die einfach immer. So sagt man das doch, oder? Oder ich lasse die wieder lang wachsen. Aber mal gucken. Okay, also ja, meine Haare haben halt so einen dunkelroten Ton. Gehen ungefähr. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber ungefähr bis unter die Brust. Wenn ich die glätte, sind die dann auch noch ein bisschen länger. So, also erstmal so. Also entweder trage ich halt meine Haare so, also hier ganz locker und zu beiden Seiten nach vorne. Oder ich mache, also ich gehe dann einfach immer durch, ziehe die so hier rüber, mache dann mit meinen Händen, wusche ich dann da so ein bisschen rum und dann liegen die halt wirklich radikal zur Seite rüber. Und dann, das machen immer so viele. Ihr wisst ja, was ich lustig finde. Ich sehe in letzter Zeit auch meine Freundinnen. Also ich sehe in letzter Zeit so oft Mädchen, die ihre Haare, ich weiß nicht, so anklatschen und mit Haaren nach hinten machen, damit die hier die Seite weg haben. Und ich finde das immer so witzig, wenn ich dann einfach daherkomme und ganz locker flockig. Ich weiß nicht, ich muss immer schmunzeln irgendwie, weil die wollen einfach das genauso haben, wie ich das habe, aber machen sich da total die Mühe, anstatt die einfach abzuschneiden. Sollen die das doch mal machen? Ja, also ich gucke hier mal rein, weil da ein Spiegel ist, aber dahinter nicht. Aber ja. So. Also wenn ich die halt offen trage, mache ich immer so. Eigentlich mache ich sonst nicht viel. Also letztes Mal habe ich nämlich noch was ausprobiert. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich mal geguckt, ob mir ein Mittelscheitel steht. Leute, ich habe das rundeste Gesicht auf Erden. Ich habe ein richtig rundes Gesicht. Und eigentlich stehen runden Gesichtern doch kein Mittelscheitel, oder? Also ich bin da jetzt nicht so informiert. Also Leute, ihr seht, mit einem Sidecut kann man auch einen Mittelscheitel tragen. Also ich habe jetzt einfach. Hey, es ist nicht direkt Mittelscheitel, glaube ich. So. Also ich habe es einfach hier so eine Linie gezogen und meine Haare geteilt. Habt ihr jetzt gesehen? Ich kann die Haare einfach hier drüber legen. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass ihr dann nichts mehr mit euren Haaren machen könnt. Also ihr seht, das geht. Das geht einfach. So, aber ob ich mir irgendwann mal einen Mittelscheitel machen lasse, ist eine Frage hier. Könnt ihr aber sagen, wie ihr das so findet. Ich finde das eigentlich richtig geil, aber ich habe Angst wegen meiner Gesichtsform. Vielleicht macht das halt so BÄM und ihr seid voll. Na gut, ich mach mal wieder zurück. So, dann habe ich jetzt ein Haar. Doch, habe ich. So, dann kann ich mir. Moment, ich guck mal, wie ihr das seht. Warte mal. Okay. Also, dann kann ich mir selbstverständlich. Ich mache das eigentlich immer ohne Bürste. Moment, ich drehe mich mal so um. Also, ich kann mir halt auch einen ganz normalen, strengen Pferdeschwanz machen. Also, so einen ganz normalen Zopf. Moment. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt von hinten aussieht. Boah, ich habe so, dass ich auch, ich habe ganz dickes Haar. Ich habe wirklich richtig, richtig dickes Pferdehaar. Ich werde auch immer beim Friseur, kriege ich das gesagt, hey, Sie haben so dickes Haar. Ja. Okay, also ich kann dann halt auch einen ganz normalen Pferdeschwanz tragen. Dann gehen die Haare ungefähr so bis in den Nacken. Ja. Also ich gehe jetzt speziell auf diese Frisur hier ein. Also ihr seht, den Zopf kann ich auch ganz normal tragen. Ich meine, man sieht das, aber ich finde, das ist so. Also selbst wenn ich hier Haare hätte, würde ich viel anders aussehen. Dann kann ich halt, ja, kann. Ich trage dann auch öfters einen Dutt. Also dann mache ich mir halt, ganz normal einen Dutt. Weil ich komme mir vor, als würde ich hier mit Doofen reden, das tut mir gerade voll leid. Ich spreche so total komisch. Boah, ich gucke da mal rein, oh Gott. So, was mache ich denn sonst noch immer?
Also wenn ich jetzt halt einen Zopf habe, dann sieht man ja auch, dass hier, also wenn ich meine Haare rasiere, also ich mache das halt immer selber mit so einem Zzz, und dann macht das Zzz. Und also ich war einmal beim Friseur und habe das richtig machen lassen, aber es ist auch schon Jahre her. Und ihr seht, hier hinten ist das richtig lang. Also wenn das manche irgendwie eklig finden oder so. Ich weiß nicht, mich stört das jetzt nicht so. Ich habe da jetzt kein großes Problem mit. Mir ist das. Okay, ich öffne nochmal die Haare. Also am liebsten habe ich das halt so irgendwie. Also wenn ich meine Haare gewaschen habe, dann föhne ich die nur ganz selten. Und dann, wenn ich auch wirklich Stress habe und die Haare ganz schön trocken sein müssen. Weil sonst wasche ich meine Haare oder gehe halt duschen, mache ein Handtuch drauf und irgendwann nehme ich halt das Handtuch ab und mache mir halt einen Dutt. Und meistens dann am nächsten Tag, und das ist halt meistens in der Schule, öffne ich das dann, da habe ich richtig schöne. Also das, da fragen, also ich wurde schon total oft gefragt, wie ich halt so Locken mache oder so, aber ich habe halt einen Dutt über Nacht und in der Schule sind die dann auch noch an manchen Stellen nass. Und dann lasse ich die halt offen und dann sieht das wirklich schön aus. Das ist. Das ist toll. Sondern, oh Gott, Leute, ich kann gar nicht flechten. Ich flechte mir jetzt hier irgendeinen Kack zurecht. Wartet mal. Ich kann echt nicht flechten. Ihr denkt euch jetzt hier, so, ich mache jetzt hier irgendwas Möchtegern-mäßiges. Wartet mal. Also einfach nur, so kann ich das, also so trage ich das dann auch manchmal. Und was ich euch noch zeigen wollte, was ich auch öfters mache, ist, ich nehme mein Pony, also das habe ich eine Zeit lang wirklich richtig oft gemacht. Warte mal. Ich muss auch sagen, ich vergesse mir manchmal echt die Haare zu bürsten. Also das mögen manche vielleicht eklig finden, aber man sieht es meinen Haaren nicht an. Würden Leute auf mich zukommen und sagen, hey, Saskia, deine Haare, dann würde ich sagen, oh, scheiße, stimmt. Aber wenn man das einem doch nicht ansieht und nicht riecht oder sieht, naja, riechen, was soll man denn da riechen? Naja, aber, ich weiß nicht. Also ich muss meine Haare, also meine Haare brauchen einfach nicht so viel Pflege. Das ist jetzt total hässlich. Also ich nehme halt auch so, hier. Immer so einen geflochtenen Zopf und dann darüber, aber jetzt nicht so, sondern auch. Egal, ich weiß nicht, was das meint. Das mache ich auch öfters. Wie sieht das denn aus? Da kommt meine riesen Stirn wieder zum Vorschein. Ja, okay. Dann, ja. Das war's dann auch. Ja, das wollte ich eigentlich einmal nur erzählen. Und meine Haare färbe ich immer mit dem Garnier Nutriss. Moment, Leute, ich hole das jetzt extra für euch her. Mit dem Garnier Nutriss Farbsensation Haarfarbe Dingsbums in intensives Rot. Die Packung kostet 3,45 und bei meiner Länge, Leute, ihr habt gesehen, wie lang meine Haare sind. Ich brauche nur eine Packung. Ich finde das total schwachsinnig, wenn Leute zwei. Also, natürlich macht das Sinn, aber bei mir sieht man das halt nicht. Wenn ich färbe, färbe ich vom Ansatz an, also direkt am Ansatz total viel. Und dann lasse ich das so durchziehen und meine Spitzen sind dann meistens gar nicht mit gefärbt, weil die ja, das wächst ja alles so runter raus und unten brauche ich gar keine Farbe. Und bei mir wird das halt auch nie scheckig, scheckig, scheckig. und waschen. Ich nehme das Shampoo von Balea, das Coco-Shampoo. Hier gegen langanhaltende Haarfarbe und sowas. Also das Coco.